Herzlich willkommen, ihr Raketen, zu einer weiteren Runde City Skyline. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch wie immer gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen oder einen Kommentar da. Und wenn ihr ganz neu seid und diesen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich natürlich auch jederzeit über ein Abo freuen, damit ihr nichts mehr verpasst. Ja, beim letzten Mal war es ein bisschen ärgerlich. Wir haben eigentlich angefangen, unseren zentralen Park zu bauen. Dann habe ich festgestellt, Gott verdaulicher, wir haben einen alten Speicherstand geladen und mussten nochmal eine Schiene anschließen. Wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen schöner als das, was wir davor gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ja, und jetzt machen wir aber weiter mit dem Park, so wie ich es beim letzten Mal auch gesagt habe. Wir werden mit den Wegen weitermachen. Und damit wir uns gar nicht lange hier mit dem Gerede aufhalten, steigen wir direkt ein. Wir wollen ja zusehen, dass unser Stadtpark hier in Wallung kommt. Und ja. Wir werden hier erstmal wieder ein bisschen was um den See herumziehen. Wenn wir hier quasi einen kleinen See innerhalb unseres Parks. Also so einen kleinen Punkt, wo sich alles ein bisschen sammelt. Hier werden wir einfach mal ein bisschen weiter gerade ausbauen, dass wir hier quasi wie so einen Weg haben, der hier noch mit außen rum geht, wenn einer gerne am Zaun lang gehen möchte und einmal außen, vielleicht wie so eine Laufstrecke könnte das im Endeffekt sein. Hier müssen wir ein bisschen was anpassen. Vielleicht anders machen. Oder wir lassen es so. Über das Stückchen Weg, glaube ich, können wir uns später sonst auch noch Gedanken machen. Aber generell, ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, braucht man hier ja sich keine Gedanken machen, wie man irgendwas zusammenbastelt. Man ist da völlig frei in seiner, also ihr auch generell, ihr seid da völlig frei in eurer Gestaltung. Ne? Also ihr müsst da jetzt nicht irgendwie das genauso bauen wie ich. Ich versuche euch immer nur ein paar Ideen zum Anregen zu geben. Nee. Oh, wir haben recht hohe Steuern. Nee, es geht eigentlich. So, aktuell haben wir hier zwei Brücken. Man könnte überlegen, dass wir hier noch eine Brücke rüberbauen. Und vielleicht bauen wir nachher auch hier noch eine Brücke rüber über den großen Teil vom See. Da müssen wir mal schauen. Erstmal soll sich jetzt ja hier alles mit Wasser füllen.
Dann machen wir einen da hinten. Auch das passt nicht. Ja, ich bin da so ein kleiner Perfektionist, ihr wisst das selber. Nein. Ah, sieht schon besser aus. So. Da gucken wir mal später. Wir lassen den Weg erstmal so, wie er ist. Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier vielleicht jetzt noch mal eine Brücke rüber bauen, die hier mit ankommt. So, dann haben wir drei Brücken, vier Brücken. Das Wasser steigt auch hier im Park. Und das erste, was wir machen, jetzt, wenn der Park fertig ist, wir werden so die ersten Bäume ziehen. Das ist alles, ihr wisst das, das ist echt megamäßig viel Kleinarbeit. Aber ihr wolltet das ja auch so. Aber vielleicht werden wir hier mal auf dem Stückchen das ohne Bäumchen machen. Weil wir hier nämlich unsere großen Bäume hinbasteln. So, und jetzt habe ich mir gerade überlegt, man könnte ja hier vielleicht so einen kleinen Weg mit reinbauen. Beziehungsweise wir gucken mal ganz kurz, wo ist denn hier Parklife, Stadtpark, Parkcafé, wenn man das jetzt vielleicht so. Und hier so ein Parkcafé mit reinsetzt. Also wenn wir sagen. Brauchen wir natürlich erstmal den ersten Weg. Wir werden hier ein bisschen Weg ransetzen. Nein, hier. So. Will gerade wieder. Es will gerade wieder alles nicht so, wie ich das will. Weit.
So, vielleicht schon eher. So, jetzt habe ich gesagt, bauen wir hier ein kleines Parkcafé hin. So schön versteckt. Daneben könnte man quasi noch so einen kleinen Spielplatz bauen und da setzen wir aber einen anderen Weg hin. Da setzen wir so einen Naturweg hier ein bisschen mehr dran. Und dann könnte man halt gucken, man hier so ein Dings hinsetzt, wo es lang geht, dass man, so, das haben wir jetzt hier so ein, das ist ja nicht so schlimm. Spielplatztechnisch werden wir das nämlich hier alles machen. Machen wir das denn hier? Müssen wir natürlich erstmal die ganzen Sachen finden. Na, dann haben wir hier quasi neben dem Café. Einen kleinen Spielplatz. Sind jetzt hier die Buddelkästen? Wir hatten ja hier auch Buddelkästen. Oder sind die mit rüber gewandert? Ich glaube, die sind mit rüber gewandert. Und dann grenzen wir das Ganze hier hinten nämlich ab. Mit so einer kleinen Rosenhecke. Die wir eventuell hier so mit reinlaufen lassen. Also ich gerade wenn es um das Bauen von Parks geht, kann es sein, dass ich immer mal ein bisschen was anders mache, als ich es angekündigt habe, weil wenn mir was einfällt oder wenn ich was sehe, was wir direkt bauen können, dann machen wir das sofort. Bevor mir das wieder entfällt, wisst ihr? Aber nichts ist schlimmer, als wenn euch irgendwas entfällt. Aber jetzt können wir hier natürlich. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am dümmsten machen. Den quasi hier so mit ranbauen. Oder wir bauen den, aber wir können die Ecke hier sowieso nicht ganz schließen. Vielleicht bauen wir auch einfach einen Busch hin oder einen Stein. Wir setzen da einen Stein hin. Aber der ist vielleicht ein bisschen groß. So. Und schon haben wir hier unser erstes Café fertig.
Wir müssen natürlich gucken, dass wir das jetzt auch irgendwie, das muss natürlich auch ans Abwasser angeschlossen werden. Da müssen wir mal gucken. So, und an Strom kommt das natürlich später auch noch mit dran. Wir werden das auch noch nicht öffnen, wir werden das noch schließen. So. Aber so haben wir jetzt schon mal das erste. Wir haben unser erstes Café. Und ja, können wir hier vielleicht noch was mit dran. Wir haben unser erstes Café und wir werden hier auch noch ein Bäumchen mit dran setzen. Dann machen wir hier das Ganze nämlich auch dicht. So. Und schon haben wir es geschafft. Generell müssen wir hier auch ein bisschen mit Wegpfeilern arbeiten. Da haben wir einen. Hier werden wir auch gleich noch mit einem mit hinsetzen. Wir müssen halt auch immer mal wieder gucken, dass wir gerade am Wasser vielleicht so wie mit so einer Art Trauerweide arbeiten. Aber vielleicht nicht unbedingt hier. Was sich schon mal füllt, ist der See. Das ist ganz gut. Das müssen wir mal im Auge behalten. So, hier müssen wir noch ein bisschen Strom ransetzen. Bevor wir das wieder vergessen. So, da haben wir schon mal den ersten grünen Fleck. Ich weiß gar nicht, ob hier schon die ersten Bahnen fahren. Beim letzten Mal sind sie auf jeden Fall noch nicht gefahren. Aber hier ist auf jeden Fall der Intercity ist angestellt. Alles Weitere müssen wir dann sehen. Aber es sollte eigentlich erstmal funktionieren. So. So, wie gesagt, wir haben hier das erste Café. Dann werden wir auf jeden Fall die Bäumchen weiterziehen. Wir können mal gucken. Dass wir hier auch was von der Größe her hinkriegen. Das überlege ich gerade, wo wir das erste Waldstück hinmachen. Okay, hier fließt das Wasser schon rüber. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen anpassen. Aber das ist halt wichtig, dass wir genau sowas im Auge behalten. Dass wir genau sowas im Auge behalten. Damit das halt eben nicht passiert. Ich glaube, wir können jetzt auch schon mal dafür sorgen, dass die Pumpe angeht. Und dann beobachten wir mal, wie es weiterläuft. Hinten überschwemmen wir uns jetzt so gerade so ein kleines bisschen. Aber wenn die Pumpe angeht, könnten wir Glück haben, dass sich das genau dann nämlich anfängt aufzuklappen. Wir lassen das erstmal jetzt noch laufen, gucken, wie sich das dann einpegelt. Und dann fangen wir an, die Kanten ein wenig anzupassen. Und wir werden auf jeden Fall hier jetzt schon mal so wie so ein kleines Wäldchen hinbauen. Größe nicht, aber Stärke machen wir hier ganz viel.
Okay, es tritt hier hinten immer noch ein bisschen über. Hier ist es halt auch wichtig, dass wir die Ecken dann halt auch ein bisschen anheben. So müsste das jetzt eigentlich erstmal passen. Das ist halt schade. Na. Okay, wir machen mal noch was anderes. Wir bauen noch einen zweiten Abfluss. Wir machen das. Wir müssen den dafür jetzt hier. Müssen wir quasi einmal das hier müssen wir alles einmal anders machen. Und zwar werden wir hier so einen Somit werden wir hier das Wasser auch noch erst mit ableiten. Der müsste jetzt hier gleich anfangen, das rauszudrücken. Und dann dürfte es hier eigentlich keine Überschwemmung mehr geben. Also ihr wisst selber, ich habe es euch ja gesagt, das ist halt immer eine schwere Geschichte. Doch, wir sind da hier im Kreislauf mit dran. Ne? Wenn wir hier dran sind, das geht ja hier mit zurück. Von dem, was abgepumpt wird. Und eigentlich müsste das dann auch funktionieren und vor allen Dingen können wir jetzt ja auch, weil da hinten ist auch schon was, können wir mal gucken, dass wir hier noch den ein oder anderen Ablauf mit ausstellen. Das muss jetzt natürlich, wie gesagt, nachreguliert werden. Ne? Das habe ich ja schon gesagt, als wir damals den künstlichen See gebaut haben. Kann sein, dass das jetzt hier für drei Abflüsse halt zu groß ist. Wir werden jetzt erstmal zwei ausmachen. Wir werden gucken, wie sich das dann gleich alles nachreguliert. Lassen das jetzt hier erstmal ein bisschen laufen. Wir werden weiterhin jetzt hier noch ein paar Bäumchen pflanzen. Hier auf Wasser können wir gerade nichts bauen, das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, müsste eigentlich gleich bald aufhören. Es ist halt interessant, dass es hier nicht überfließt, sondern lediglich hier hinten. Und vielleicht liegt das auch an dem Weg, der hier lang gebaut wurde. Von mir. Und da müssen wir gleich mal gucken, dass wir den einfach nochmal umbauen. Dann sollte das eigentlich passen. Und dann sind wir danach eigentlich auch schon wieder fertig, weil wir sind jetzt schon wieder bei 25 Minuten. Ja, wir machen das nochmal ein kleines Stückchen hoch. So. Passen das hier nochmal ein bisschen an. Und dann dürfte eigentlich auch nichts mehr weglaufen. Müsste jetzt eigentlich dann auch aufhören. Ja. So ist gut. Dann passen wir jetzt nur noch den Weg an und dann sind wir durch für heute.
mal, hier fängt das schon wieder an. Also wir müssen den Weg hier vielleicht ein bisschen rumziehen. Dass wir den hier so ein bisschen lang basteln. Und dann hier einmal außen rumlegen. Ja. So. Jetzt ist ein bisschen überschwemmt. Das ist nicht ganz so schlimm. Ich denke trotzdem, dass wir auf jeden Fall hier schon mal weitergekommen sind. Ja, ansonsten war es das wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten, wenn es ja, wenn ihr Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und ich freue mich auf euch im nächsten Video. Ja, da bleibt mir nichts zu sagen, als ja, geht da steil, bleibt da geil. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Und tschüss.